Irgendwann wird er, keine Ahnung, wenn er der Story nachgeht. Protokoll 10 zu sehr nachgeht. In Kraft. Ja. 30 Tage haben September, April, Juni. Dafür büßen oder so. Keine Ahnung. 31 ist doch klar. Außerhalb der Februar. Der Februar. Kommt. Solange bis ein Schaltjahr kommt. Mehr nicht? Sowas. Und das ausgerechnet heute. Erinnerst du dich noch an meine frühen Arbeiten? Sie waren voller Fehler, aber vielversprechend. Genau wie du. Du wurdest besser. Ich vollkommen. Ich begann erst mit Jahreszeiten, ging dann zu Wochen über und wurde stärker. Meine Arbeit wurde immer kunstfertiger. Tage waren das Geheimnis, Batman. Und das Ende aller Tage naht. Ja, Tage! Ich war da, als alles mit dir anfing. Und werde auch Zeuge deines Endes sein. Tage. Das ist übrigens ein Easter Egg, dieser Dialog, der nur kommt, wenn man das Datum seines PCs, / der PlayStation oder wo auch immer man drauf spielt, das Spiel, auf den 13.12.2004 einstellt, weil Dezember 2004 war der Gründungstag von Rocksteady Studios, das Entwicklerstudio unter anderem der Batman-Reihe. Ich war Kalender Man. Ja, aber sonst werden wir erstmal noch nicht weiter mit dir interagieren, nenne ich das mal. Das werden wir ein bisschen später. Kann ich eigentlich schon... Nee, kann ich noch nicht. Okay. Dann machen wir das noch nicht. Kümmern wir uns generell später erstmal um alles. Ach komm, ja, gehen wir hinten raus. Klopf, klopf. Gehen wir jetzt erstmal zur Kirche und... Ich glaube nicht, dass Sie uns gehört haben. Okay, ich kann nicht glauben, dass wir immer noch draußen sind. Hey, ich habe mich entschuldigt. Ich hatte es vergessen. Hoffentlich sterben wir deswegen nicht. Wir müssen einfach nur vorsichtig sein. Oh. Ach, Batman, du machst den Leuten Angst, wenn du so aus dem Nichts erscheinst. Was macht ihr überhaupt drinne? Ein wie dich hätte ich am allerwenigsten hier erwartet. Was hast du getan? Das wollen sie nicht wissen. Wer sind sie? Du meinst, wer ich war. Hier ist man ein Niemand. Draußen habe ich für die Firma gearbeitet, die hier für die Sicherheit zuständig ist. Ja, ich auch. Sagen Sie bloß, dass Strange sie hier reingeschickt hat. Ja, dieser miese Drecksack. Was zum Teufel habe ich falsch gemacht? Offensichtlich wissen Sie etwas, das Sie nicht wissen sollten. Denken Sie darüber nach, was das sein könnte und tauchen Sie unter. Gute Idee, Batman. Wobei, wo sollen die untertauchen? Naja, hier gibt's ja genügend Wasser. Seit ich hier bin, habe ich nicht mal meine Frau anrufen können. Sie denkt vermutlich, ich sei tot. Wie ist das passiert? Das ist ein verrückter Ort. Sie sagten, die Sicherheitssysteme sollten dafür sorgen, dass jeder drin bleibt. Ich sagte, das sei möglich. Ich wüsste nicht, womit ich es verdient habe, hier eingesperrt zu werden. Ich hasse diesen Ort. Ach, das tun wir alle. Wir versuchen uns anzupassen, nicht gesehen zu werden, keinen Ärger zu bekommen. Na, mach weiter so. Seit ich hier bin, habe ich nicht mal meine Frau anrufen können. Sie denkt vermutlich, ich sei tot. Schon. Ich kann da drin jemanden hören. Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman. Du nicht? Hast nicht gesagt, dass es Batman ist. Wieso sind wir noch hier? Wir sollten abhauen. Meinst du? Red keinen Unsinn. Wenn wir die Tür zu halten, kann er nicht raus und wir sind in Sicherheit. Wirklich? Was ist, wenn er einfach hinten rausgeht? Man kann hinten raus? Ja, kann man. Two-Face hat's mir gezeigt. Es gibt ein Kellergeschoss, ist voller Zellen. Da unten ist irgendein Kerl.
Verdammt, und das fällt dir erst jetzt ein! Wenn Batman da rauskommt, tritt er uns in die Ärsche. Oh ja, das tut er. Batman, er ist hier. Worauf wartest du noch, Batman? Auf eine Einladung zum Klassentreffen oder? Wobei, was für ein Klassentreffen. Das waren die falschen Tasten. Oh, Chick mir sagt wieder am Anfang, aber hey, ist ja immer gerne so. Wenigstens hat die Schurke hier noch nicht aufs Maul gehauen. Ja, jetzt noch nicht. Aber sie werden damit anfangen. Du schon wieder. Ich habe dich auch am Anfang gesehen. Sag mal, verfolgst du mich? Ich habe dich beobachtet, Batman, um Stalker. Zu überprüfen, ob du bereit bist. Stalker! Stalker! Die hat er gerettet und den Boss erledigt. Den habe ich gerettet. Batman und Catwoman sind frei, Two-Face ist total fertig und wir sitzen hier draußen in der Kälte fest. Ja. Vielleicht haben wir ja die falsche Seite gewählt. Ja, habt ihr. Batman hat sich nur für Catwoman interessiert. Ja. Er hat den Boss zurückgelassen und der plant jetzt seine Rache. Wieso rettet er Catwoman? Sie ist eine Verbrecherin wie wir. Sie sieht besser aus als du. Wer sagt, dass sie wie wir ist? Die macht angeblich für beide Seiten. Vermutlich auch mit. Ey. Das meine ich nicht. Man darf doch noch träumen. Mehr läuft bei dir auch nicht. So einen hässlichen Bastard wie dich würde die doch keines Blinkes würdigen. Echt mal. So, Stufenaufstieg. Aber erstmal Beobachter im Hintergrund. Nebenmission. Wer ist der mysteriöse Fremde, der mich beobachtet? Halte stets nach der geheimnisvollen Person Ausschau und scanne sämtliche Beweise, die sie zurücklässt. Wird gemacht! Ja, erstmal Stufenaufstieg. Willkommen bei Vayntech. Wähle deine Verbesserung auf dem Vayntech-Auswahlbildschirm. Falsche Taste checken. Eine Verbesserung. Kritische Treffer natürlich. Was denn sonst? Ich könnte mir auch einen Spaß machen, ja jedes einzelne anzuklicken und sagen, hey, lesen wir uns das mal alles durch. Entwaffnungseinsatz kann ich auch schon? Obwohl, nee, das ist das eine. Okay, dann verwechsel ich gerade das mit was anderem. Wieso heißt das Entwaffnungseinsatz? Das ist, wenn man hier Gegner K.O. schlägt, also, ne, außer Gefecht setzt. Wieso nennen die das Entwaffnungseinsatz? Das hat nichts damit zu tun, dem Gegner seine Waffe wegzunehmen oder ähnliches. Geil. Kritische Treffer, erfolgreiche kritische Komboschläge belohnen perfektes Timing mit vernichtender Trefferwirkung. Ziel ist es, sofort einen Schlag nachzusetzen, wenn die vorherige Bewegung abgeschlossen ist. Aber Vorsicht, wenn du zu früh oder zu oft auf die Tasten drückst, kommt es nicht zu einem kritischen Schlag. Erhöht die Kombinationspunktzahl bei jedem Treffer um 2. Und ermöglicht es so, die Spezialkombo-Bewegung früher einzusetzen. Ja, mit anderen Worten, do not button smashing. Charakterbiografie freigeschaltet, unbekannt. Ah, der. Okay, ja. Ja. Wir wissen ja noch nicht, wer das ist. Aus und Stalker. Ey, der hat mehr unbekannt bei seinen Statistiken als der Joker. Ja. Okay. Wenn du meinst. Gefangene von was bist du denn?
wegen Verbrechen gegen die Menschheit. Du musst mich jetzt ausstalken. Oder was ist los? Ich weiß, ich bin eine Berühmtheit. Aber ein sicherer Ort. Innerhalb dieser Anlage ist jeder für sein eigenes. Kusch dich, ne? Kusch dich. Gehen wir zur Kirche. Ja, schön, das kann ich auch schon. Sie befreit und sein Gesicht zerkratzt. Sah übel aus. Frierst du? Blut und Schnitte von Karl. Die Fledermaus ist hier! Oh, ich wollte sie zu Ende reden lassen. Redet doch weiter! Dann halt nicht! Versteck dich! Ich bin ruhig, Mann, ich frag ja nur. Batman, es ist Batman! Okay, vielleicht da doch das ausschalten und sag mir, dass es nur in dem meinem Kampf ist. So, die falsche Taste. Du wirst sterben, Batman! Nö, das halte ich für ein Gerücht. Wohin soll ich zuerst schlagen, hä? In deinen Hintern kannst du gerne schlagen. Batman gewinnt. Ja, sag mir, dass es nur in dem einen Kampf war. So, noch jemand? Ja, vor der Kirche. Die Kirche! Habt ihr auch was zu sagen? Nein? Hallo! Fledermaus. Batman gesichtet. Man hätte diese Jungs vielleicht auseinander. Das stalkt der Helikopter mich auch. Jeder stalkt mich hier. Was soll das? Ich bin bei der Kirche. Harley Quinn soll sich darin befinden. Diese furchtbare Frau hat gewiss eine Falle für sie vorbereitet. Keine Sorge, Alfred. Quinn war nie sonderlich klug. Ich schaff das. Ja. Batman gesichtet. Schön für dich. Kannst du auch für mich so anzustrahlen? So, Harley Quinn. Richtiger Name, Dr. Harleen F. Quinzel, professionelle Verbrecherin, Gotham City, Augen blau, Haare blond, größer als 63 Kilogramm. Batman Harley Quinn Nummer 1, Oktober 1999. Die Psychologin Dr. Harley Quinn, die in der Anstalt von Arkham die Aufgabe hatte, den Joker zu betreuen, war schon bald vollkommen auf ihren Patienten fixiert. Sie half ihm aus der Gefangenschaft zu fliehen und nahm ihre kriminelle Identität Harley Quinn an. Quinn ist eine unberechenbare, gewalttätige Verbrecherin. Ihr einziger Antrieb besteht darin, Jokers Gunst zu erlangen. Aufgrund seines bösartigen Naturellen wird Quinn so nur zu einem seiner weiteren Opfer. Allerdings zu einem sehr gefährlichen. Jokers Titanüberdosis hat sich Harleys Geisteszustand weiter verschlechtert. Sie ist wild entschlossen, ihm wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das mit der Leiche von Batman! Überraschend stark und ausdauernd, überragende, turnerische Fähigkeiten, vollkommene Verachtung für menschliches Leben. Jo. Klopf, klopf! Jemand zu Hause? Hey, Boys and Girls! Lass die Dame los, Batfreak! Ich halte sich nicht mal fest! Eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Übrigens ziemlich toll aussehen. Was rede ich da? Natürlich! Natürlich ist es das!